For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Wir hatten es schon ein bisschen angekündigt. Ich bin noch oder wieder beim Jörg. Der Jörg hat diese extrem seltene Dornschwanzagame Sara loricata. Da hast du einen recht tollen Bestand beieinander an diese Tiere. Gell? Hier zum Intro haben wir gleich mal ein Pärchen. Ja. Möchtest du was oder was kannst du dazu sagen? Das sind die irakische Dornschwanzagame. Ich habe da in Summe 3 Pärchen und dann noch ein Weib dazu und dann noch mehrere Jungtiere. Das sind Nachzuchte von teilweise vom Kamil Hammers von Holland und dann vom Prager Zoo. Mhm. Also alles legale Tiere, legale Papiere. Eben, man kriegt ja eigentlich fast keine Tiere her, gell? Prager Zoo, genau, der ist bekannt dafür oder der, was ist er, Kurator oder der, wo Reptilienabteilung dort macht oder genau. So, gell? Der, ja. Der züchtet die, glaube ich, seit einigen Jahren. Wie gesagt, extrem seltene Tiere. Ich glaube, das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich so Tiere überhaupt in Original sehe bzw. auf der Hand habe. Das Coole an denen zum Vergleich zu anderen größeren Uromastik, sage ich jetzt, sind eigentlich Sara, aber sie sind halt extrem ruhig, zutraulich. Wenn ich hier die Scheibe aufmache beim Füttern, kann ich davon ausgehen, die Männer, die kommen immer gleich an, wollen Pulle oder Linsen oder solche Sachen essen. Die fressen da aus der Hand. Ich finde auch so vom Gesicht her, wenn man die anschaut, die haben irgendwie ein richtig cooles Gesicht. Cooler Gesichtsausdruck, ja. Immer so tiefenentspannt irgendwie. Der einzige Nachteil eigentlich, den die haben, ist tatsächlich dann die Größe. Mhm. Und die damit eben auf die Größe zu kommen. Das hier sind adulte Tiere. Jawohl. Sind jetzt nicht übermäßig groß, aber die werden nur ein wenig größer. Die wachsen auch relativ langsam. Ähnlich wie die Ägypter auch, die wachsen auch wirklich fast in Zeitlupe. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass die deutlich älter werden als von vielen angenommen 30 Jahre oder so. Also ich bin überzeugt, die werden ähnliches Alter fast kriegen wie manche Schildkröteart. Okay, ja. Ja, meinst du, dass da 40, 50 womöglich durchaus drin ist. Machbar ist? Okay. Ja. Ja, dann lass uns es als nächstes mal noch das Terrarium anschauen. Jawohl, also ich habe hier 2 Terrarien in einem gemacht, mehr oder weniger mit einer Verbindung über dieses Rohr. Wir haben hier 3,5 Quadratmeter Platz für dieses Pärchen. Hier halte ich die, wie von vielen vielleicht, irgendwie nicht so bevorzugt auf diesem Aspen-Bedding. Ich finde es einfach klasse für die Tiere. Zum einen ist es wirklich brutal staubfrei. Es lässt sich super reinigen. Es ist auch für mich zum Reinigen viel besser, einen blauen Müllsack voll Aspen auszutauschen, wie eine halbe Tonne Sand, die da drin liegt. Versteckmöglichkeiten habe ich eben diese relativ einfach abgeschaut, auch von diesem Kamil Hammers, der das also macht mit diesen Dachziegeln. Ist vielleicht jetzt optisch nicht das Schönste, aber die Tiere lieben es. Die liegen da dazwischen. Das heißt, die haben immer gern irgendwas am Rücken anstehe, wo sie sich richtig reindrücken müssen. Mhm. Das mögen die wirklich. In der Natur werden die wahrscheinlich auch nicht ihre eigene Gänge graben, sondern allenfalls eben irgendwelche Nagerbaut oder andere Sachen als Versteck nehmen. Gell? Das ist ja nicht so, wo man denkt, immer, die bauen sich ihre eigene Höhle. Das ist ja bei kaum einem Reptil der Fall, sondern es wird einfach von einem anderen Tier adaptiert. Gell? Ja, und auch hier habe ich wieder diese X-Reptile-LEDs drin und dann auch von X-Reptile die HIDs, einmal 100 Watt, einmal 150 Watt. Und auch hier sind die dann nicht immer an. Bei denen sind sie sogar jetzt schon aus, weil die Loricatas eine relativ lange Winterruhe machen.
Okay. Das heißt, die sind für gute 5-6 Monate sind die weg. Das merkst du auch jetzt schon, die werden immer inaktiver. Wenn ich denen Futter anbiete, das wird fast nicht mehr angenommen. Und dann, wenn sie, sobald du merkst, die kommen mal 2-3 Tage nicht mehr raus, kannst du eigentlich das Futtern ziemlich einstellen. Dann mache ich nur noch Trockenfutter rein. Mhm. Und dann spätestens, ich sage jetzt mal, ab Mitte August sehe ich die nicht mehr bis Februar. Ach was? Ja. Also gutes halbes Jahr. Und dann machst du die Beleuchtung, dann wirst du auch LEDs, machst alles aus, oder? Dann mache ich mal alles aus, ja. Okay. Und ja. Dann hat es hier drin wie viel Grad? Dann haben die 15 Grad normal. Also ich nehme die dann irgendwann komplett raus, okay, und überführe sie dann in einen Raum mit so 15 Grad rum. Okay, okay. Und in ein separates Terrarium. Ein paar Monate lang bei 15 Grad überwintern. Ja, überwintern. Ja. Schau dann nur, dass sie nicht zu viel Gewicht verlieren. Und dann eigentlich irgendwann wieder ähnlich wie mit der Schildkröte langsam hochfahren und dann werden die auch aktiv. Mhm. Ja, wenn sie dann aktiv sind, dann ist wirklich viel geboten, wenn sie aktiv sind. Dann sind sie immer am Rumlaufen. Speziell dann im Frühjahr, wenn es dann bei uns viel so diese Löwenzahnblüte gibt. Also Löwenzahn, das kannst du in rauen Mengen sammeln für die Löwenzahnblüte, das hauen die weg. Da kannst du, keine Ahnung, 50, 100 Stück reinwerfen. Okay. Also die gelbe Blüte jetzt. Nur die gelbe Blüte. Das heißt, das, was sie in dem einen halben Jahr nicht zu sich nehmen, holen sie alles im anderen halben Jahr wieder auf. Letzte nach. Und dementsprechend sieht dann aus Terrarium immer gleich aus, weil die dann wirklich brutal viel Kot absetzen. Mhm. Ja, das sieht man hier, geht er immer schön drunter, versteckt sich und die nutzen dann auch diesen Durchgang. Ja. Wenn wir es gerade eben nochmal zu der Ernährung zurück, tust du die rein vegetarisch ernähren? Ich habe gesehen, du hast auch Jungtiere da. Alle nur vegetarisch oder gibst du ab und zu doch wegen was an Insekten oder so? Also die Jungtiere auch nur vegetarisch. Okay. Also ich fütter nur. Es gibt welche, die, glaube ich, die füttern nicht so Phobas und so Sachen. Habe ich jetzt noch nie probiert. Ich fütter nur vegetarisch, dann eben diese Pollen. Das heißt, wenn wir nachher bei den Jungtieren sind, die haben jetzt wegen so einen orangen Schimmer oder gelben Schimmer am Mund, wo man dann denken könnte, es wäre Herpes oder Lippengrind oder sowas. Mhm. Das ist nicht, sondern das ist einfach, wenn die so zweimal die Woche diese Pollen-Energy kriegen. Die Nekton. Das Nekton, okay. Genau. Und dann sieht es dann immer so aus. Und dann schon eben Salat, eben Löwenzahn, Salat. Genau. Irgendwelche Kräuter. Getrocknetes. Linse, Erbse, so Sachen auch. Linse kann man auch füttern, ja. Also bei den größeren, bei den kleineren füttere ich das nicht. Die kleine, also die ganz kleine Nachzucht, habe ich auch anfangs nur auf Zeitungspapier und erst ab einer gewissen Größe dann auf diesen Aspen-Bedding. Hier haben wir jetzt Jungtier-Terrarium mit denen. In der Größe sind sie wie alt? Von wann sind die? Ein Jahr, also ja. Vom letzten Jahr. Letzten Sommer, gutes Jahr alt. Okay. Also letztes Jahr im Juli geschlüpft. Okay. Ja. Da hältst du noch in Gruppe, gell? Da sind 1, 2, 3, 4, 5, sehe ich jetzt, glaube ich, sogar Tiere drin. Das ist so auch ein Vorteil von Loricatas. Du kannst auch Jungtiere in Gruppe halten. Das geht zum Beispiel bei Tomasi, Princeps und so gar nicht. Mhm, das heißt, auch Jungtiere schon nur wenige Wochen alt. Streitet sich. Da kann es dann mal sein, du hast die Überraschung, dass ein totes Tier drin liegt, weil sie sich gegenseitig so beißen. Das machen die nicht, die sind ziemlich friedlich, was es anbelangt. Das fängt dann erst an, ab einer gewissen Größe, die Männer unter sich dann halt. Mhm. Das heißt, du kannst da 1-1 halten, auch 1-2. Bei der Weiber ist dann vielleicht das Problem, wenn sie trächtig sind, dass sie sich auch wieder gegenseitig wegen drangsalieren. Okay. Da hast du ja bei dir auch drüber, haben wir ja den Durchgang sehr mit dem Rohr, da kannst du dann zumachen. Genau. Wenn da oder auch wenn das Weible trächtig ist oder so, machst du zu. Mach ich zu. Und dann ist Ruhe. Dann passiert nichts. Hier sieht man jetzt natürlich noch wenig, das was ich vorher erwähnt habe. Ja, da sind die Nektonpolle drin. Ja. Und auch die hier halte ich auf diesem Aspen. Das ist das Reptile, das ist das Feinste.
Okay, ja. das Aspen Reptile, okay. Ja. Hat sich da bewährt. Und schon eben Beleuchtungsgleiche, hast du da so Reptisu-Terrarium in dem Fall? Die Reptisu, ja, die haben sich bei mir halt sehr bewährt, weil du kannst die halt super toll stapeln. Ich finde das richtig klasse, diese Dinger. Man kann sie leicht zerlegen und ich kann sie halt wirklich stapeln. Kannst wieder diesen super tollen Ausdruck Rackhaltung, den die meisten nicht mögen, aber es ist halt für mich einfach geschickt. Du kannst vier Stück übereinander, hast auf relativ kleiner Fläche vier Terrarien und alles nur in einer Höhe erreichbar, dass ich auch hinkomme. Und du machst ein, zwei Lampen rein, je nachdem, da hast du jetzt zwei drin, da genau. Ist eine drin. Ja. Wie viel Watt hast du da? Das Terry, das ist 1,20 Meter, gell, oder? 1,20,45, ja. Genau. 1,20,45 oder gibt es auch 60 Tiefe, gell? Ja. Und hast was 100 Watt hast drin und die LED. Und die LED, ganz genau. Noch vom Wachstum her, genau. Du sagst, die sind jetzt ein Jahr, ja. Wachsen also auch einigermaßen schnell, oder würde ich sagen? Ja, oder? Wobei, also gefühlt hätte ich gesagt, die sind... Echt? Gar nicht gewachsen. Ah, okay, nee, sind sie natürlich, die waren letztes Jahr, denke ich, so groß, sind jetzt ein paar Zentimeter gewachsen. Vorher hast du gesagt, sie wachsen langsam, gell? Genau. Also ich finde, sie wachsen schon ordentlich schnell. Welches Alter, denkst du, haben sie Geschlechtsreife? Jetzt brauchen sie da 3-4 Jahre, oder? Würde ich Minimum sagen. Aha. Ja, Minimum. Also ich habe so 3-jährige Tiere auch noch da. Die sind etwas größer, aber auch, ich sage jetzt, doppelt so groß wie die ungefähr. Okay. Ja. Aber dann denke ich auch, also auch die, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass die nächstes Jahr schon so weit wären. Ja, also ich werde auch von denen irgendwann noch welche abgeben. Ich will nochmal ein Vape oder zwei Vaper für mich rausholen und vielleicht nochmal einen Mann und der Rest. Dann doch zu viel. Wäre ich mir dann trennen, weil ja, das ist so zu viel, funktioniert auch nicht. Aber du brauchst ein gewisser, also nur mit einem Pärchen nachziehen, denke ich, wird nicht funktionieren. So das, was ich aus Erfahrungen von anderen gehört habe, brauchst du mehrere Pärchen, damit du untereinander wenig tauschen kannst. Mhm. Weil der eine Mann will nicht mit dem Vape und so weiter und dann kannst du es einfach tauschen. So, bis es halt funktioniert. Und Winterruhe bei den Jungtiere gleich wie bei den Adulten, macht keinen Unterschied, nur die 6 Monate. Genau, ja, vielleicht wenig verkürzt, also die sind tatsächlich ein wenig länger aktiv, aber auch die fahren irgendwann runter. Okay. Ja. Zum Schluss hier nochmal ein hübscher Mann, kommt in die Häutung, gell, sieht man, ein bisschen krauschern, aber auch super schönes, tolles Tier. Jörg, tausend Dank für deine Gastfreundschaft, dass du das hier alles teilst und zeigst. Fand ich wieder super spannend, wirklich freue mich tierisch auf die Folge. Ja, gern, hat mich gefreut. Ich hoffe, man hat mich diesmal etwas besser verstanden als bei den letzten Videos. Wir bemühen uns um der hochdeutsche akzentfreie Sprache. Genau. Jawohl. Also, bleibt uns treu, checkt die Sarahs und immer schön hochdeutsch reden. Die 2- und 4-Beinige. Immer schön hochdeutsch reden, genau.